Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Serie Das ist nur ein Test. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für die Spende dieses Titels 16 Seconds heißt es. Und wir versuchen mal ein neues Spiel. Wie immer, wie gewohnt, habe ich mich nicht über das Spiel irgendwie informiert und spiele es dadurch dann auch blind jetzt. Und wir gucken da jetzt mal rein. Okay, was möchten wir denn an diesem wunderschönen, verstrahlten Tag unternehmen? Klassisch oder Herausforderungen? Machen wir erstmal klassisch, oder? Klassisch! Atomschutzübung, Apokalypse, sammeln, überleben. Aha. Wähle dein atomares Abenteuer. Überleben. Und erlebe ein einzigartiges postapokalyptisches Abenteuer. Überlebe mit zufälligen Vorräten in deinem Atombunker. Auf ins Abenteuer. Wir können leicht Little Boy, normal Fat Man oder schwierig Sarbombe nehmen. Sarbombe. Ja, somit haben wir also zwei Familienangehörige, wie man hier sieht. Gesundheitliche Probleme, ruf 911 an. Bunkerausstattung ist leer und zerbrechliche Ausrüstung wie Glas. Nahrungsvorrat 2-3, ungebetene Gäste, Horden und Wasservorrat 2-3, Ärger jeden Tag. Und Little Boy? Na, das ist, glaube ich, nichts für mich, oder? Wir ziehen das erstmal mit Zarbombe durch. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Oh, haben wir das nicht gerade gewählt? Ach so, hier, auf ins Abenteuer müssen wir anklicken. Na schön. Also ich weiß wirklich überhaupt nichts über diesen Titel. Angenehm überrascht bin ich erstmal, dass er scheinbar so im Zeichentrickstil ist und die ganze Sache vielleicht nicht ganz so ernst nimmt. Tag 1. Wenigstens haben wir zwei es geschafft. Eine Fledermaus. Hätten wir doch nur ein kleineres Haus und weniger rutschige Fußböden. Die Nahrungsvorräte sind knapp. Niemand beschwert sich, jedenfalls noch nicht. Aber vielleicht gilt ja auch Dosensuppe schon bald als extravagantes Gericht. Wir haben gerade genug Wasser für alle. Wir werden es strikt rationieren müssen. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Oh. Unsere beiden Kinder sind scheinbar schon gestorben. Oh, was ist übrig? Zwei Dosensuppen und zweimal Wasser. Naja, das ist einfach. Jeder bekommt einmal eine Dosensuppe und ein Wasser. Ach, wir wollten schon immer eine Party mit einer großen Torte schmeißen. Aus irgendeinem Grund hat es nie hingehauen. Einmal wurde uns eine Riesentorte versprochen. Stellte sich als Lüge heraus. War eine Enttäuschung. Wir waren alles andere als glücklich. Wenn sich die radioaktiven Wolken verzogen haben, besorgen wir auf jeden Fall eine Torte. Ach was, das war's schon? Oh, hier strahlt's schon ganz schön, oder? Vorhängeschloss. Wasservorrat und hier unten Nahrungsvorrat. Ja, ich glaube nicht, dass jetzt der Titel daraus besteht. Dass wir nur das Tagebuch lesen. Ted, Mary Jane.
Gewehr, na schön. Okay, vielleicht ist das der zweite Tag erstmal. Das passiert vielleicht, das Geschehen kommt dann noch vielleicht. Tag 2. Über unseren Umzug können wir gern reden, nachdem wir hier rauskommen. Mary Jane hat heute keinen Ärger gemacht und der Ärger hat es auch nicht gewagt, ihren Weg zu kreuzen. Ted sagt, es gebe keinen Grund zur Sorge. Es geht ihm relativ gut. Tag 2, Zeit, die Vorräte zu rationieren. Was ist übrig? Immer noch? Oh, eine halbe Dosensuppe nur noch. Ach so. Aha. Jetzt können wir also was machen hier. Na gut. Oh, wir wollen ja beide überleben. Tag 2. Unsere Nachbarschaft ist immer noch stark radioaktiv. Ausflüge an die Oberfläche bergen momentan ein großes Gesundheitsrisiko. Ted würde gern sein Leben im Ödland riskieren. Jane fühlt sich fantastisch. Wollen wir für morgen eine Expedition vorbereiten? Wir haben über alles diskutiert, was uns eingefallen ist. Jetzt will niemand mehr reden. Die Stille ist wirklich verstörend. Wir sollten etwas unternehmen, bevor wir anfangen, Selbstgespräche zu führen. Radio einschalten. Ach was. Tag 3. Hier steht schon die Suppe. Oh, oh, oh. Ja, wir müssen auch raus. Irgendwie. Oh, die Lüftung? Lief die nicht irgendwann mal? Die ist ausgefallen wohl. Tag 3. Ach, oh Gott sei Dank haben wir das Radio mitgenommen. Wahrscheinlich können wir etwas Musik hören. Oh, so etwas gibt es da draußen doch noch, oder? Mary Jane fühlt sich sicher. Wer hätte das in diesem sorglosen, sarggroßen Bunker nicht? Wer täte das in diesem sarggroßen Bunker nicht? An diesem schönen Morgen plagen Ted keine neuen Probleme. Oh, Tag 3, Zeit die Vorräte zu rationieren. Ja, das ist doch relativ klar, was dann bald passiert, oder? Dann gehen die Vorräte zu Ende und dann geht's raus mit uns. Ach, genug herumgesessen. Es ist Zeit, an der Oberfläche nach ein paar zusätzlichen Vorräten Ausschau zu halten. Vielleicht hat ja etwas die Explosion überstanden. Vielleicht ist noch jemand am Leben. Finden wir es heraus. Was soll mitgenommen werden? Wer soll nach draußen? Naja, ein Gewehr sollten wir schon mitnehmen. Oh, oder eine Lampe. Ach, ich glaube, da draußen wird uns nichts Gefährliches begegnen. Wir nehmen die Lampe mit, da sehen wir wenigstens was. Oh, Tag 4, sie sitzt alleine da. Mary Jane, geht bewundernswert mit der Situation um. Sie sieht heute gut aus. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Wir hoffen, dass er bald zurück ist. Seine Ausrüstung, eine Taschenlampe. Oh, Zeit, die Vorräte zu rationieren. Was ist übrig? Wir wünschen, wir könnten einfach abhauen. Hier unten ohne wirkliche Beschäftigung rumzusitzen, treibt uns in den Wahnsinn.
Tag 5. Ja, wir können für uns selbst sorgen. Mary Jane sagt, alles sei gut und sie brauche nichts. Ja, aber wo sind wir eigentlich? Zeit, die Vorräte zu rationieren. Was ist wirklich? Naja. Ach so, ja, jetzt fängt man natürlich an, nicht sofort die Hälfte zu essen, sondern jetzt, ah ja, kommen schon die kleineren Bissen. Man sieht schon, dass es zu Ende geht, so langsam. Ach, wir haben ein simples Problem. Wenn wir uns nicht waschen, werden wir krank. Sehr krank. Hier unten stinkt's wirklich erbärmlich. Und in den nächsten Tagen wird das sicher nicht besser. Wieso lassen wir uns nicht etwas einfallen? Oh, ich habe vergessen, da unten war was ausgekritzelt. Mary Jane hat sich etwas Fieses eingefangen. Ja, aber Ted ist ja schon gar nicht mehr da jetzt die ganze Zeit. Wo ist er eigentlich? Medikamente haben wir nicht. Dann bekommst du hier noch eine Suppe. Ach, hier unten verliert man sein Zeitgefühl. Wir haben keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Unser Schlafrhythmus ist durcheinander. Diese grässlichen Lampen helfen auch nicht. Aber wir können sie nicht auswechseln. Irgendwas müssen wir doch tun können. Tag 7. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Nun, die Taschenlampe ist auch zurück, richtig. Unser örtlicher Busbahnhof gehört zu den Gebäuden, die die Explosion überstanden haben. Falls irgendwelche Fahrgäste überlebt haben, haben sie die Busse schon vor langer Zeit verlassen. Ohne ihr Gepäck. Rucksäcke, Tüten, Säcke. Jemand hat sogar einen Schrank stehen lassen. Wir mussten einfach einen Blick hineinwerfen. Kaum zu glauben. Im Schrank befand sich ein weiterer kleinerer Schrank. Unser örtliches Leichtathletikteam bereitete sich auf die Abreise zu einer Meisterschaft irgendwo in der Provinz vor. Ihr Bus war voller erfrischendem Wasser und Ersatzschuhen. Leider passte uns keines der Paare, deshalb nahmen wir einfach alle Wasserflaschen mit. Mary Jane ist wirklich müde. Teds Magen knurrt. Ted ist wirklich müde. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Oh. Immerhin haben wir Wasser. Nichts zu essen gefunden da draußen. Keine Medikamente. Also, unsere Stadt ist noch immer stark kontaminiert. Wenn man bei diesen Verhältnissen sammeln geht, kann man strahlenkrank werden. Ted ist nicht in der Lage, nach draußen zu gehen. Mary stirbt auf jeden Fall, wenn sie nach draußen geht. Wollen wir für morgen eine Expedition vorbereiten? Oh, unser Lieblingsradiosender hat den Betrieb eingestellt. Auch auf anderen Frequenzen haben wir nur Rauschen zu hören bekommen. Sind alle Sender verschwunden? Vielleicht sollten wir an unserem Radio herumbasteln, um seine Reichweite zu erhöhen. Ja, macht das doch, dann seid ihr beschäftigt. Tag 8. Nun haben wir alles in unserer Macht Stehende getan, aber wir hören noch immer nichts. Mist. Mary Jane kränkelt immer noch. Teds Magen knurrt. Zeit, die Vorräte zu rationieren.
Heute ist ein guter Tag, um nach draußen zu gehen, etwas dehnen, etwas frische, giftige Luft atmen, vielleicht eine oder zwei Dinge einsammeln. Ein paar zusätzliche Vorräte könnten wir auf jeden Fall gebrauchen, zumindest wenn wir überleben wollen. Was soll mitgenommen werden? Da ist ja niemand, der rausgeht. Ja gut, den Tag 9. Was am Tag 9 passiert, liebe Welt da draußen, werden wir erfahren. Vielleicht in der nächsten Folge, wenn es eine gibt. Ihr könnt wieder entscheiden, ob es eine weitere Folge geben soll oder eben nicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.